wunderschönes Moin Moin, meine lieben Marvel-Freaks und so. Oder die, die es noch werden wollen. Ja, eins vorneweg. Genau, noch 14 Tage. Dann Deadpool und Wolverine. Genau. Aber jetzt erstmal Agatha All Along. Genau. Der Trailer ist jetzt online gegangen. Für Agatha All Along, die Serie. Genau. Bevor wir mit der Trailer-Reaktion reden, spreche ich mir noch kurz an, wie sie allgemein Inhalt ist. Ich muss das mal überlegen, was All Along heißt. Die ganze heißt die ganze Zeit, Agatha. Genau. Und wollen wir mal sagen, also erster Trailer veröffentlicht 19. September, kommt Agatha All Along. Zwei Episoden auf Disney Plus. Mit Premiere und dann die restlichen 7 Episoden werden in gewohnt wöchentlichen Rhythmus bis zum 6. November veröffentlicht. Finde ich völlig in Ordnung. Dann, nach unzähligen Titelwechseln erhielt die Serie mit Agatha All Along ihren offiziellen Namen in Anlehnung an den gleichnamigen Song aus WandaVision. Diese knüpft an den dortigen Geschehnisse an, wo Agatha Harkness von Wanda Maximoff Elizabeth Olsen besiegt, ihre magischen Kräfte beraubt und dazu verdammt wurde, ihr Leben als Agnes in Westview zu verbringen. Da spielt die Serie, genau. Die berüchtigte Agatha Harkness ist niedergeschlagen und machtlos, nachdem ein misstrauischer Ghost-Teenager ihr geholfen hat, sich von einem verzerrten Zauber zu befreien. Ihr Interesse wird geweckt, als er sie bittet, ihn auf den legendären Hexenpfad zu begleiten. Einen magischen Spießrutenlauf, der eine Hexe, die ihn überlebt, mit dem belohnt, was ihr fehlt. Ja. Na, was ihr da wohl fehlt, wa? Genau. Gemeinsam bilden Agatha und die geheimnisvolle Jugendliche einen verzweifelten Hexenzirkel und machen sich auf den Weg. Catherine Hahn, Glass und Mystic Cat, die Titelrolle der über 300 Jahre alten Agatha Harkness zurück, während Aubrey Plaza, Megalopolis, Joe Locker, Heartstopper, Patty Dupont, American Horror Story, NYC, Sasha Samata, Saturday Night Live und All End, ein Diplomat, die andere mit der sechsten Zirbels verkürfern. Agatha All Along stammt wie WandaVision, das ist cool, aus der Feder von Jack Schaeffer, Black Widow, die erneut als Showrunner fungiert. Das gleiche gilt für Emmy-Preisträgerin Christopher Beck, Buffy in den Band der Dämonen, der wieder für die musikalische Untermalung verantwortlich gezeichnet, während Hahn einige Lieder in der Serie singt. Genau. Das ist die allgemeine Inhaltsangabe zu Agatha. Und jetzt schauen wir uns den Trailer an und dann werde ich noch ein paar Worte dazu sagen. Naja, ja, genau. Das ist jetzt die 14. Serie. Genau. WandaVision hat damals angefangen. Das war die erste Serie. Und das ist jetzt Agatha All Along. Und das ist die 14. Serie des Marvel Cinematic Universe. Gut, da würde ich mal sagen, schauen wir mal uns den Trailer von Agatha All Along an. Genau. Cappy sitzt, ja, Cappy. Und, ja, passt. Gut. Drinnen, rutzi, watzi, gut. Ich würde mal sagen, 3, 2, 1, meins. Jetzt. 3, 2, 1, meins. Jetzt. 14. Wieder ein wunderschöner Tag. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen, Detective. Unbekannte Frau, sie wurde hier unten am Wasser gefunden. Todesursache? Stumpfe Gewalteinwirkung. Finger. Was ist dir passiert? Das sah im Moment ganz gut aus. Ich habe eine Spur in dem Fall. Aber irgendwas sagt mir, dass ich falsch liege. Wenn da Maximum. Siehst du dich wirklich so? Die Hexe ist fort und du bist in einem verzerrten Zauber gefangen. Befrei dich mit deinem Krall. Oh, sie ist schwarz-weiß. An der Marvel Television. Ich vermisse die ruhmreichen Zeiten. Sie hat mir all meine Macht genommen. Aber ich kann wieder zu dieser Hexe werden. So, wir sind vollzählig. Legen wir los. Ich werde den Weg der Hexen beschreiten. Dieser Weg ist Selbstmord. Komm mit.
Welche vernünftige Hexe schließt sich schon Agatha Harkness Zirkel an? Ich suche gar nicht nach vernünftigen Hexen. Wie praktisch. Süße? Alles okay? Oh mein Gott! Jo. Also, ich muss sagen, Schlimmeren gerechnet. Ich habe definitiv mit Schlimmeren gerechnet. Und es ist extrem, wie ich schon im Internet gelesen habe, ganz, ganz, ganz extrem horrorlastig. Und ich muss mich korrigieren, was ich ja noch nicht erwähnt hatte hier in diesem Video ist. Ich habe erst gesagt, wieso? Oh, wieso, ey? Wieso machen die jetzt eine Agatha All Along, einen Spin-Off zu WandaVision? Weil Agatha, ja, sie hat halt ihre Kräfte verloren und sitzt da jetzt da fester und kann man nicht lieber Moon Knight Season 2 machen oder was ist mit She-Hulk und alles sowas, ja? Oh ja, das sind so die Fragen. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt freue ich mich auf die Serie. Die Musik passt wieder richtig gut, ja? Also, das hat mir gefallen. Auch die Horrorelemente. Dass Marvel jetzt so ranzieht, ja, sie gehen langsam, kommt die dunkle Seite des MCU zustande. Und das finde ich richtig gut. Also, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin nicht so der Hexen-Horror-Typ. Also, Blair Witch Project und so, schon die habe ich nie gesehen. Da brachte ich aber die Kameraführung nicht. Aber das gefällt mir. Da bin ich auch schon. Das hört sich echt gut an. Ja, wie sie ihre Kräfte. Und dann geht es weiter mit ihr. Nee, also mir hat sie gefallen. Ich freue mich auf die Serie, definitiv. Also am 19. September bin ich hier. Und dann gibt es auch ein Video. Ob es jetzt, über jede Folge ein Video gibt, das lese ich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall. Ich weiß, X-Men 97 ist ja noch nicht beendet. Aber stehe ich zu. Genau. Nee, aber hat mir richtig gefallen. Oder was meint ihr? Hä? Eure Meinung zu Agatha All Along? Was sagt ihr? Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Also ich freue mich drauf. Gut. Ja, mehr ist nicht zu sagen. Das war mein Trailer-Reaktionsvideo zu Agatha All Along. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt von mir zu Trailer-Reaktionen oder was auch immer, schaut auf meinem Kanal vorbei, dann seht ihr ja, was hier abgeht. dann abonniert mich und sonst seht ihr mich. Bis beim nächsten Video. Genießt den Moment, bevor es Erinnerung wird. Und sonst bis zum nächsten. Tschüss, euer Elektroboy.